Hat man erstmal den endlosen Loop aus Tod und Respawn durchbrochen, fängt man an, Dinos zu zähmen und am Anfang ist das sehr aufregend und auch schwierig. Doch kennt man erstmal die richtigen Taktiken und Fallen, wird das Ganze sehr schnell langweilig. Selbst der Giga ist dann super leicht zu zähmen und die einzige Schwierigkeit besteht darin, dass die Flinte nicht kaputt geht und dass man genug Betäubungspfeile dabei hat. In diesem Video zeige ich dir, wie das Zähmen in Ark wieder spannender und auch schwieriger wird. Du musst dann sogar gegen einen Giga kämpfen, damit du ihn überhaupt zähmen kannst. Es geht um die Mod Immersive Taming und Immersive Taming sorgt dafür, dass wir fast alle Dinos mit einer Passivzähmung zähmen können. Allerdings nicht so, wie das sonst in Ark der Fall ist, dass man also einfach nur füttert oder streichelt oder sonst irgendwas, sondern wir haben unterschiedliche Crafting Stations im Game, die uns Baits, also Köder bringen, mit denen wir die Dinos dann zähmen können. Damit wir aber auch wissen, was wir überhaupt brauchen, damit wir einen Dino zähmen können, ist das Taming Journal mit ins Game gekommen. Das können wir einmal hier aufrufen, dann geht hier so ein Fenster auf und wir sehen hier alle Dinos, können hier oben auch suchen, keine Ahnung, wir suchen mal nach dem Giga, können darauf klicken und sehen dann, dass er eben immersive getamed werden kann. Da haben wir einen Haken dahinter. Wir brauchen kein K.O. bei ihm, wir brauchen aber einen Kampf mit ihm. Und dann sehen wir hier unten eben, dass es verschiedene Food Baits gibt, es gibt Kibble Baits und es gibt Trophy Baits. Und immer, wenn wir einen Kampf benötigen, um ein Tier zu zähmen, dann brauchen wir zunächst erstmal ein Trophy Bait, damit wir überhaupt gegen ihn kämpfen können. Und wer hätte das gedacht? Die verschiedenen Bait-Stationen liefern eben auch unterschiedliche Baits für uns. Wir haben hier die Food Bait Station und dann können wir hier unterschiedliche Köder eben auch herstellen. Einfach rübergehen und dann sehen wir schon die unterschiedlichen Zutaten, die wir eben benötigen, um so einen Köder herzustellen. Darüber hinaus können wir eben auch Pfeile damit herstellen. Das heißt, wir haben dann den Bait hergestellt und ziehen ihn dann auf den Pfeil rauf. Das können wir hier ganz einfach an so einer Station craften. Wir könnten es aber allerdings auch im Inventar machen. Also hier habe ich ein Bait, ziehen rauf auf den Pfeil und dann haben wir hier den Bait bekommen. Wenn man allerdings eine große Menge braucht, dann sollte man das vielleicht schon hier in der Station machen, weil es dann doch einfacher ist. Dann müsst ihr dann nicht 28.000 Mal den Pfeil bzw. den Bait auf den Pfeil ziehen. Hier sind wir in der Kibble Bait Station. Das heißt, wir müssen zunächst erstmal Kibble herstellen, damit wir dann den Kibble Bait daraus herstellen können. Und auch hier geht das wieder für die Pfeile. Wir können also das Ganze hier draufziehen, können wir aber auch im Inventar machen. Und zu guter Letzt die Trophy Bait Station. Das heißt, hier brauchen wir erstmal verschiedene Trophäen von unterschiedlichen Kreaturen, beispielsweise das Spinosail oder auch einen Rexarm, damit wir den entsprechenden Köder herstellen können. Und das ist sehr interessant, weil diese Köder brauchen wir eben genau für die Kreaturen bzw. Dinos, mit denen wir uns vorher einen Kampf liefern müssen. Das heißt, wollten wir uns jetzt einen Giga zähmen, dann bräuchten wir den Giga Hard Bait. Das heißt, wir müssten erstmal einen Giga besiegen und uns das Herz abziehen, damit wir den entsprechenden Bait überhaupt herstellen können, damit er eben getriggert wird, sodass wir einen Kampf mit ihm haben und ihn anschließend zähmen können. Bei einigen Kreaturen wird es also einfacher, sie zu zähmen und bei anderen wird es deutlich schwieriger, sie zu zähmen. Und das macht das Ganze dann schon viel interessanter, zumindest wenn man schon einige Stunden in Ark investiert hat. Zusätzlich kommt noch ein Bait-Dispenser ins Game. Das kennt man vielleicht schon aus Minecraft. Hier kann man eben Dinge reinlegen und die werden dann in einem gewissen Intervall auch wieder ausgespuckt, sodass man dann auch aus der Entfernung Tiere zähmen kann. Und zusätzlich ist eben auch noch der Bait-Cooler ins Game gekommen. Und hier können wir dann unsere Baits reinlegen. Die halten dann hier drin ein bisschen länger. Ich habe aktuell meine Baits, die ich für dieses Video eben ins Game geholt habe, einfach hier in den Schrank gelegt. Funktioniert auch ganz gut, weil die Verfallszeit ist nicht so kurz. So viel zur Theorie, doch wie zähmt man nun in der Praxis? Ich habe hier auf der 0 jetzt einen Berry Bag liegen, beziehungsweise einen Berry Bag Bait und den können wir jetzt mit der 0 quasi rausschmeißen. Jetzt liegt er vor uns und jetzt müssen wir warten. Wir sind jetzt schon im Para. Der nimmt jetzt hier Fährte auf und wird jetzt diesen Bait fressen und ist schon direkt gezähmt, weil er zu low ist. So, das gleiche nochmal mit einem Level 44er. Bait ist wieder draußen. Er frisst ihn und wir kriegen jetzt hier ganz viele Sachen angezeigt und wir sehen jetzt, dass er so einen blauen Rauch um sich drumherum hat. Das ist schon mal gut, weil er ist dann über 30% gezähmt. Das heißt, selbst wenn das jetzt ein Fleischfresser wäre, könnten wir uns ihm problemlos nähern. Und wir sehen jetzt unten, dafür habe ich mich mal kurz weggemacht, Immersive Taming. Das heißt, wir sind gerade dabei, auch ein Tier eben immersive zu tamen. Und solange er diesen blauen Schein um sich drum hat, wird er auch wieder auf uns zukommen, sobald er wieder Hunger hat. So, und jetzt hat er eben wieder Hunger und wir können jetzt mit E einfach den Berry Bag füttern und dann haben wir ihn auch schon gezähmt. Teilweise muss man ihn dann auch streicheln. Das ist also die Taktik für Pflanzenfresser und bei Fleischfressern sieht das so aus. Ich habe jetzt hier ein Bait auf den Pfeil gezogen. Den Pfeil haben wir uns natürlich auf den Bogen gezogen. Wir schießen den mal dahin beim Dilo und auch der nimmt jetzt die Fährte auf sozusagen. Und auch er frisst einfach den Köder und auch weil er ein Low Level ist, haben wir ihn auch direkt gezähmt. Wir haben jetzt hier ein Level 68er und auch er leuchtet jetzt schon wieder in diesem Hellblau. Wenn die noch rot sind und das sind Fleischfresser, dann werden sie euch angreifen, wenn ihr ihnen zu nahe kommt. Jetzt ist das Ganze also gar kein Problem mehr. Und das heißt für euch, wenn sie rot leuchten, eben auf Distanz bleiben und weiterhin die Baits hinschießen. So, und jetzt möchte er eben was vor uns, also Care for. Wir können jetzt einfach hier ein bisschen streicheln und warten nochmal, bis er wieder Hunger hat. So, ich habe nochmal den Bait auf den letzten Slot gepackt und dann können wir ihn einfach nochmal füttern bzw. streicheln. Und auch der Dilo gehört jetzt uns. Jetzt stellt sich noch die Frage, wie macht man das bei Kreaturen, die fliegen können, wie jetzt zum Beispiel der Petri hier vor uns. Wir haben noch ein weiteres Objekt, das ins Spiel gekommen
gekommen ist, und zwar ist das dieser Ballon. Und den packen wir einfach neben unseren Bait ins Inventar, beziehungsweise unten in die Hotbar. Und wenn wir dann auf den Bait klicken, nicht auf den Ballon, können wir hier einen Ballon loslassen. Der fliegt dann hoch. Und wenn wir Glück haben, geht der Petri da auch drauf und möchte sich den gerne holen. Er frisst ihn also. Jetzt haben wir wieder das Ding, dass wir wieder einen 10 Fortschritt haben. Das könnt ihr auch machen, wenn ihr fliegt. Da könnt ihr die Baits auch in der Luft loslassen mit dem Ballon. Das heißt, wenn ihr quasi einen Quetz zähmen wollt, fliegt ihr am Quetz vorbei, haut einmal einen Ballon raus und er frisst den Köder dann. Und hier ist das Tolle, sobald der Petri jetzt wieder Hunger bekommen würde, müsste er eigentlich auch zu uns fliegen, was jetzt der Fall ist. Also er kommt jetzt gerade auf uns zu, braucht auch mal ein bisschen was zu fressen. Wir legen uns dafür den Bait einmal wieder auf die 0 und füttern ihn einfach dann mit dem Bait und zack, haben wir ihn auch getamed. Um euch zu zeigen, dass das Ganze auch im Wasser funktioniert, bin ich mal eben hier im Creative Mode unterwegs und auch hier können wir unsere Ballons droppen. Die ziehen dann nach oben. Ich muss jetzt ja einmal aus dem Wasser raus, weil sonst geht der Hai eben auf uns. Wäre jetzt im Creative Mode nicht so dramatisch. Und wenn der Hai eben an uns das Interesse verloren hat, dann wird er auch die Baits fressen, die im Wasser liegen. Jetzt haben wir hier aber zufällig einen Manta geholt, der da ganz in der Nähe war und die Baits genommen hat. Aber wie sieht das Ganze jetzt mit den Kampfbaits aus? Wir haben vor uns einen Teri und wir haben den Beauty Langbait. Den brauchen wir, damit wir den Teri überhaupt erstmal angreifen können. Und den schießen wir in seine Richtung, dann nimmt er hoffentlich Fährte auf. Und wir können ihn dann hoffentlich besiegen, beziehungsweise kämpfen. So, jetzt ist er da. Er ist auch sauer, wir müssen jetzt halt Schaden gegen ihn machen. Und damit das Video noch heute fertig wird, gehe ich jetzt mal eben in den Creative Mode rein, dann kann er mir keinen Schaden machen. Aber ihr seht es, also er hat einen Balken über sich und den müssen wir füllen. Das heißt, wir müssen ihm jetzt Damage machen. Wir müssen 50% seines Lebens abziehen, damit wir ihn überhaupt zähmen können. Und das Ding ist, wir sehen es jetzt hier oben, er ist eingeklemmt und wir schießen halt die ganze Zeit drauf. Und dann steht, dass unser Verhalten eben zu feige ist und wir ihn deshalb nicht zähmen können. Das heißt, wir können ihn auch nicht trappen und ihm dann diesen Bait hinschießen. Und wir können uns beispielsweise auch nicht hier oben raufstellen, um ihn dann abzuschießen, weil auch das dann als feiges Verhalten durchgehen wird. Ein, zwei Schüsse gehen dann vielleicht. Aber hier sehen wir es wieder. Also sind zu weit weg von ihm. Er kann uns gar nicht treffen, also können wir ihn nicht zähmen. Jetzt nimmt er wieder die Fährte auf. Jetzt können wir wieder kämpfen. Und jetzt sehen wir es. Jetzt haben wir es geschafft. Wir haben auf jeden Fall die 50% reduziert und er müsste blau leuchten, weil sonst würde er nicht auf ihn zugehen, so entspannt. Und jetzt können wir ihn eben streicheln und auch füttern, damit wir ihn dann zähmen können. So, und da gehört er uns auch. Und jetzt verteidigt er uns auch direkt schon. Und teilweise ist es auch so, wenn ihr ihn schon weit genug gezähmt habt, wird er auch anfangen, euch zu verteidigen, obwohl er euch noch gar nicht gehört. Auch ganz wichtig. Und wenn du wissen willst, was sich alles in Ark 2 ändert, dann kann ich dir jetzt das Video empfehlen, was hier auf dem Bildschirm angezeigt wird.